Moin, liebe Märchenfreunde, und herzlich willkommen zurück hier bei Gamings Märchen. Mein Name ist immer noch Kenny und ich begrüße euch zur nächsten Episode von Crusader Kings 3. In der Zwischenzeit, tatsächlich nach der letzten Episode, habe ich aus Versehen einfach mal so weitergeklickt. Es gab hier nämlich ein Herzogtum, das wollte sich gerne dem Kaiserreich anschließen. Und da habe ich doch direkt gesagt, Leute, na klar könnt ihr das machen. Und jetzt gehört das Herzogtum von Connacht schon mit dazu. Das ist total toll. Und meine weiteren Recherchen haben dann ergeben, dass die anderen Herzogtümer auch, glaube ich, gar nicht so abgeneigt werden. Das ist nur noch minus 6 hier. Also da sind wir auch gar nicht so weit weg von. Mal gucken. Aber ihn hier vielleicht noch. Mal schauen. Ja, er nimmt sogar die normalen Feudalpflichten an. Dann machen wir das auch. Vasallentum anbieten. Und dann wollen wir doch mal gucken, was denn da so kommt. Wir haben noch eine Inspiration, ne? Natürlich, für unser Haus, Roztoki, ne? Ist weithin bekannt. Genau, eine Freiheitsfraktion hat sie auch aufgelöst. Perfekt. So, wie sieht's aus? Seid gegrüßt, mein stattlicher Lehnsherr. Perfekt, er hat es angenommen. So, und schon ist wieder ein Land mehr. Oder ein Herzogtum mehr, was sich uns unterordnet. Oh, jetzt ist es nur noch minus 5. Ah, es schwindet langsam dahin. Was könnten wir denn noch tun? Grundzurückhaltung? Kulturakzeptanz? Gehört einem anderen Glauben an? Großer Unterschied in unserem Rang. Ja, ich bin Kaiser, ist nur eine Kleinkönigin. Poh. Seid nicht rechtmäßiger Lehnsherr. Meinung euriger mächtigen Vasallen plus 10, maximal plus 20. Da könnten wir noch dran arbeiten. Ja, sie ist ehrgeizig und sprunghaft. Ist natürlich doof. Die Meinung kriegt nicht noch höher. Das kannst du vergessen. Niedrige Feudalpflichten plus 30. Ja, das müssen wir im Auge behalten. Ob wir das vielleicht noch hinkriegen. So, ein Ritter ist an unserem Hof eingetroffen. Oh, der ist sehr gut geeignet. 22. Du wirst auch mal direkt rekrutiert. Zack. So, und nämlich, Leute, das Wichtigste ist jetzt, ja, wir haben bei uns am Hof, jetzt muss ich einmal kurz gucken, Höflinge, unsere Höflinge, wir haben ja hier, jetzt muss ich sie einmal raussuchen, ich glaube, es war diese hier, die Isode Merch Richard de Normandie, diese gute Frau hier, die ist hier, so, machen wir hier das alles weg, und wie wir hier sehen können, hat die Anspruch auf die das Königreich von England. Jetzt habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, wenn ich jetzt hier versuchen würde, dem englischen König den Krieg zu erklären, könnte ich nur das Earltum von Buckinghamshire, Herefordshire oder Essex könnte ich denn für die Isode durchsetzen. Aber halt auch nur von diesen Earltümern, nicht auf den englischen Thron. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum, wieso, weshalb. Und jetzt habe ich herausgefunden, welchen Grund das hat. Der ist nämlich recht simpel. In unserem Glauben, dem Katholizismus, gibt es hier die Heiratsdoktrin. Wo war das? Jetzt muss ich kurz gucken hier. Hier, männlich dominiert, genau. Die Hauptdoktrin, männlich dominiert. Das heißt, ich kann ihre Ansprüche nicht durchsetzen, weil es männlich dominiert ist. Ich könnte ihre Ansprüche dann durchsetzen, wenn er jetzt noch ein Kind wäre, beispielsweise. Da gilt er noch nicht als Mann. Ab 16 Jahren, glaube ich, gilt man im Spiel als Mann. Aber da er ja schon 30 ist, ist er ein Mann, also kann ich ihre Ansprüche gegenüber einem Mann nicht durchsetzen. Das funktioniert nicht. Da hatten wir hier tatsächlich, was Schottland angeht, mehr Glück als Verstand, dass da vorher noch halt ein Kind auf dem Thron saß. Ja, dem wir dann da natürlich so ein wenig dann, ja, unterordnen konnten, wie auch immer. Nun müssen wir Folgendes tun, um diese Ansprüche durchsetzen zu können, nämlich wir müssten einen neuen christlichen Glauben schaffen. In diesem neuen christlichen Glauben könnten wir nämlich sagen, gleichberechtigt. Ermöglicht Gesetze, männliches Vorrecht, gleichberechtigt und weibliches Vorrecht Nachfolge. Das heißt, wir könnten sogar in unserer Nachfolge dann später sagen, wenn wir jetzt noch eine Tochter in der Pipeline hätten beispielsweise, die kann dann auch erben. Könnte natürlich bei einem großen Reich irgendwann zu Schwierigkeiten führen, aber das soll uns erstmal egal sein. Das würde ich jetzt hier erstmal so machen.
Und wir wollen natürlich noch Christen bleiben. Den Rest würde ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so großartig anfassen hier mit Hexerei und all so ein Kram. Man kann da ja, was weiß ich was, Menschenfresser, Sachen mit, was weiß ich, irgendwelchen Ritualen und was man da nicht alles machen kann. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das Einzige, was ich hier vielleicht nochmal anpassen würde, war hier genau. Das Bilderverbot würde ich vielleicht noch mit reinnehmen. Das hat nämlich den charmanten Vorteil, das Tempel, ach so, gut, das ist nur auf Tempel bezogen. Schade, die Bauzeit, dass die da verkürzt wird. Ich habe gedacht, das wäre allgemein. Also, ihr seht schon, hier gibt es so viel Kram. Da könnte man ein einstündiges Video drüber machen, glaube ich. Was denn hier so der beste Glauben wäre, den man selber hier. Ritueller Kannibalismus, Leute. Ja. Ja, also das ist, ja, ich weiß auch nicht, was man hier alles machen könnte. Schutzsteuer der Ungläubigen, aha, was es denn hier alles gibt. Unaufhaltsamer Glaube, okay. Alle Katholiken, Kampfgeschick plus 4. Finde ich jetzt ja vielleicht schon gar nicht schlecht, unaufhaltsamer Glaube, wenn man das noch mit reinnimmt. Ha. Ha. Weil sonst alles andere hat dann auch wieder, ja. Ja, müsste man sich sonst wie mit auseinandersetzen. Das ist halt schwierig. Ist halt echt schwierig. Ich glaube, wir nehmen mal den unaufhaltsamen Glauben mit rein. Mir aus kann auch Mönchstum noch mit drinne bleiben. 34 von unseren 34 Vasallen werden konvertieren. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir dem ganzen Kind hier auch noch einen Namen geben. Also wir könnten hier noch so viel machen hier. Was weiß ich. Pilgerreisen, Heiratsarten, was wir da nicht alles machen könnten. Aber damit ich da später im weiteren Verlauf nicht einfach voll ins Schleudern komme, würde ich es erstmal unangetastet lassen. Und jetzt müssen wir uns hier erstmal Gedanken machen. Was wir denn, wie wir das Ganze nennen wollen. So, welchen Namen geben wir dem Ganzen denn? Kaiser Kurz. Wenn wir jetzt Kaiser Kurz Katholizismus draus machen würden, dann wären wir der KKK. Das finde ich irgendwie schwierig. Deswegen mache ich da Kaiser Kurz Christen draus. Ja, das ist, glaube ich, besser. Adjektiv ist ja, glaube ich, beschreibend. Ne? Wie sind die? Granatenstark. Granatenstark. So. Einzahl für Anhänger ist dann ein Kurtler. Oder ein. Nee, ein Kurtist. Kurtist. Letzte sind dann die Kurtisten. Genau, so machen wir das. Und dann können wir das Ganze hoffentlich dann auch so auf den Weg bringen. Probieren wir es doch mal. Fertig. Klerikales Glaubens überhaupt einsetzen. Ja, bla bla. Eine. Da, da, da. Ja, ich würde ja hier gerne weltliches, aber das kann ich nicht. Keines? Kann ich auch einfach keines machen? Keines geht wieder nicht. Na komm, dann lass uns bei Klerikal Glauben erschaffen. Hier geht es ja erstmal darum. So. Kriegerorden Patronat verloren. Ihr habt das Patronat des Kriegerordens Tempelritter verloren. Ja, ist natürlich doof. Eieiei, na super, jetzt ist natürlich unsere Tochter unser neuer Erbe. Ah, die granatenstarke Spaltung. Ich hau mich weg. Die katholischen Priester sind vom rechten Weg abgekommen und wir können nicht mehr darauf vertrauen, dass sie uns gut führen. Daher habe ich eine ausgewählte Gruppe Priester zusammengestellt, mit der ich die Zukunft unseres Glaubens besprechen werde. Diese granatenstarken Priester haben eine pragmatische und ausgeglichene Sichtweise anderer Glaubensrichtungen gegenüber und sie fördern Askese und ihre Anhängern mit der Begründung, dass das Streben nach Besitz, den Weg zu geistiger Erfüllung behindere.
Kultisten erwarten gespannt die prophezeite Ankunft. Ein Papst wird als großer Anführer aller Gläubigen um sich scharren und ein neues goldenes Zeitalter ihrer Religion erläutern. Die Welt wird sehen, dass Gott uns bevorzugt. Sehr schön. Neuer Patriarch. Kann ich den jetzt vielleicht auch selber? Nee, kann ich immer noch nicht, weil da würde ich ja sonst einfach meinen Söhnen draufsetzen. Ist ja erstmal egal. Ich könnte doch jetzt erstmal mein Spiel erben. Das müssen wir jetzt hier zuallererst erstmal Nachfolge. Ändern. Grundteilung. Erbteilung. Gleichberechtigt. Designierter Nachfolger. Da, 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 da. Horst hätte ich gerne. So. Zack, so, Horst ist als Nachfolger eingesetzt. Haben mir jetzt 2000 Ruhm gekostet. Was soll der Geiz? Damit ist jetzt alles wieder beim Alten. Genau, Horst ist der Spielerbe. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das Ganze hier Früchte getragen hat. Jetzt können wir sogar einen Religionskrieg darum führen. Aber, Königreich von England. Ha! Es hat funktioniert. Perfekt. Perfekt. Okay, das können wir machen. Dann müssten wir doch jetzt theoretisch auch Ansprüche von Königin Beatrice. Jetzt könnten wir der Beatrice sogar ganz Königreich von Dänemark geben. Na, dann wird die mir bald fast zu mächtig. Religionskrieg um Königreich. Königreich von Deutschland. Aber da, ja, wäre hier da unten der Zipfel Neumünster. Ja, super. Das bringt mir ja gar nichts. Ich könnte die Beatrice auf den dänischen Thron heben. Könnte ich natürlich machen, ne? Aber das finde ich ja fast ein bisschen schwierig. Ich würde da eigentlich viel lieber die Tochter von Horst draufsetzen. Die Frau von Horst draufsetzen wollen. Die hier. Die hat doch auch Ansprüche. Königreich von Dänemark. Durchgesetzter Anspruch hat sie sogar. Kann sie das vielleicht nicht selber? Muss Horst das machen? Kann ich das nicht so über Dritte? Kann das sein? Das weiß ich nun nicht. Aber gut. Sei es drum. Wir werden uns dann jetzt erstmal hier mit England auseinandersetzen. Der hat keine Verbündeten. Das sollten wir dann sogar eigentlich alleine schaffen. Genau. Königreich von England. Krieg erklären. Perfekt. Dann heben wir mal alle Armeen aus und schicken die hier gleich mal rüber auf den Hauptsitz und dann gucken wir mal, was passiert. Schauen wir einfach mal. Die Johanniterorden ist denen mit zur Seite gesprungen. Heieieiei. Ja. Komplotte will ich immer vorne dran sein, auf jeden Fall. Ein inspirierter Charakter kann entfernen. Sehr schön. Ein Schwert will der bauen. Das darfst du gerne. Das finde ich auch gut. So. Der Fluch endet. Kein Tag zu früh. Mein Rivale Ragnar starb. Ja, bitte, Ragnar. Zeit, dass du das Zeitliche segnest. Ein weiterer Kenner. Komm, kriegst ein bisschen Geld. Ist okay. So, jetzt sind wir sogar schon angekommen. Ach, der ist darüber marschiert. Okay, der ist jetzt nach Schottland rübergegangen. Ja gut, viel Spaß in Schottland. Inspiration, Sabotage. Nach dem Nachtmahl lege ich mich mit einer Handvoll Wachen unweit der Kammern von Bertrand auf die Lauer und behalte den Gang im Auge, während es nun um uns herum finsterer und finsterer wird. Gerade als ich darüber nachdenke, die Sache abzublasen, tanzt ein zitterndes Licht den Gang hinunter, gefolgt vom Umriss einer Person, die einen Umhang trägt. Die dunkle Gestalt stößt die Tür zur Werkstatt auf und sieht noch einmal verstohlen im Gang um. Ihr Gesicht wird von der flackernden Öllampe erhellt. Nils. Ein Rivale von mir. Aha, ab in den Kerker. Werft ihn aus meinen Hai. Ich lese auf meine Weise.
Werft ihn aus meinen Hain. Weg, hinfort mit dir. So. Lagert gerade London. Pro Tag 370 Verluste. Das ist schon gewaltig. Aber gut. Wisst ihr was? Ich glaube, ich hole hier jetzt einfach mal ein paar von unseren Verbündeten mit dazu. Warum nicht? Wofür haben wir die? Habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Hier, Frauchen. Kannst du? Ja, komm. Du kannst auch mal mitmachen. In den Krieg rufen. Kaiser Kurt, Liebling meines Herzens. Natürlich werde ich mich in diesem Krieg anschließen. Jawohl. Ausgezeichnet. Wie sieht es im Kaiserreich aus? Hier? In den Krieg rufen? Habt ihr Bock? So ein bisschen? Ja, die haben auch Bock. Können wir noch dazu holen? Ist noch was bei, was sich lohnt? Ich glaube, das reicht erstmal. Der kriegt da schon einen Arsch ordentlich voll. In meiner kleinen Traumwelt. Wollen wir hoffen, dass es funktioniert. Ausgezeichnet. Perfekt. Perfekt, die kommen alle. So. Dann wollen wir mal ein bisschen die Zeit schnell voranlaufen lassen. Ja, immer auf Rotstoki, immer fürs Haus. Alles für den Dackel, alles für den Club. Oh, Ademar. Ist die Einladung an meinen Hof gefolgt? An den Hof rekrutieren. Ritter brauche ich, Ritter. Neue Ritter braucht das Land. So, weiter geht's mit der Belagerung. So. 6 Monate noch. Unsere Kultur hat das Interesse Zünfte entdeckt. Nee, nicht Vermächtnisse. Dynastiebaum? Nee, auch nicht. Boah. Da, Kultur. So, mal kurz gucken. Welche Sprache? Innovation, da ist es doch. Genau, Zünfte haben sie jetzt nämlich entdeckt. Kann bauen, kleine Karawanserei. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Jetzt können wir ein neues. Bankwesen finde ich ja interessant. Interesse Bankwesen. Denn nur Geld macht Geld. Nur mit Geld kann man Geld verdienen, ne? Gucken wir mal. So. Kreative Freiheit. Höherer Qualität. Ah ja, komm. Die. Machen wir mal. Das Buch wird von minderer Qualität sein. Ach, verdammte Hacke. Na gut, aber wir können hier auch noch wieder jemanden an den Hof rekrutieren und finanzieren. Das machen wir auch gleich noch mit. So, was ist hier noch passiert? Ja, das ist okay. Belagerung von Carlisle verloren. Ist auch da oben, wa? Ja, haben sie schon gewonnen. Müsste man wahrscheinlich mal hinmarschieren, aber ich werde jetzt hier erstmal London holen. Bin da jetzt bei, das breche ich jetzt nicht ab. Das können wir noch alles wieder zurückholen. So. Jetzt handelt es sich noch um Tage. Jetzt spulen wir mal ein bisschen vor. Zack. So, jetzt haben wir uns da schon ein bisschen was angeeignet. Hausbanner von Godwins. Meisterlich. Jawohl, haben wir denn. So, zack. Dann wollen wir jetzt mal unsere Truppen nehmen. Ich bin beeindruckt. Oh, ein Buch, meisterlich. Ja, fein. High five. So, dann marschieren wir doch mal direkt hier hin. Und suchen mal die Konfrontation. Gucken wir mal. Oh, ein Ritter ist eingetroffen. Gleich der nächste. 14. Ah, puh. Lüstern. Nee. So einen will ich nicht. Hau ab. Entlassen. Zieh Leine. So. Oh, wir können wieder einen Punkt in Diplomatie vergeben. Einschalten. Zack. So. Dann lassen wir jetzt mal unsere Truppen dorthin marschieren. Oder wird sich schon geschlagen? Die ersten sind schon eingetroffen, aber die nächsten rutschen hoffentlich gleich nach. Ja, höhere Qualität, komm, ich muss hier gucken. Was? Wer ist gefallen? Mitten des Chaos, das Schlachtfeld in Cumberland ergriffen hat, versuche ich mich zu orientieren. Quer über das Schlachtfeld erspähe ich Garvel verzweifelt kämpfen. Englische Truppen umzingeln ihn langsam und seine Erschöpfung ist nur offenkundig. Ich erhasche das hier, Funkeln einer Waffe vor meinen Augen. Verführt Liobert, Ritter von Hauptmann Gerhard, den
wilden, tödlichen Hieb. Ich hätte ihn nicht retten können. Doch Eltern sollten ihre Kinder nicht überleben. Ey, ich krieg kritische Anspannung. Die Welt wird damit nicht davon kommen. Ja, ist natürlich traurig. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, er war uns jetzt ja nur untergeschoben. Der Gavel, ne? Deswegen sehe ich das nicht ganz so kritisch. So, gebändigte Trauer, was gibt's denn hier? Ihr haltet die Eigenschaft Vertrauensperson. Diplomatisch plus 1, Anspruchsverlust plus 20%. Oh, das ist doch gut. Doch, Agatha kann mir helfen, das zu überstehen. Genau, so, zack. Wo sind alle unsere Truppen da? Uha, das sieht aber nicht gut aus für uns. Inspiration verwirklicht. Perfekt. Eine berühmte Waffe, sehr gut. Aber das kriegen wir rumgerissen, das Ruder noch. Vorsicht, es ist viel zu spät. Ausgewogene Säfte. Sieg. Jawohl. So, jetzt haben wir hier auch noch einen epochalen Sieg errungen. Hat uns zwar einen untergeschobenen Sohn gekostet, aber was willst du machen, ne? So, Rüdiger ist jetzt Arzt, das ist auch gut. So, dann müssen wir jetzt hier mal langsam uns ein wenig sortieren. Wir stehen hier jetzt gerade zur Belagerung, das ist auch gut. Dann belagern wir jetzt ja auch erstmal in Ruhe. London haben wir jetzt ja schon eingenommen. Die Ungarn, die Truppen unserer Frau treffen auch gerade ein. Das ist perfekt. 11 Monate dauert das, das zu belagern. Meine Güte, Leute, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja einfach ein Wahnsinn. Das ist ja einfach nur Wahnsinn. So. Ist natürlich jetzt zu gucken. Kaiser Heinrich. In den Krieg. Oha. Enkel. Ein Enkel von mir ist auf den Kaiserthron gekommen. Perfekt. Sind wir denn auch immer noch verbündet? Also er ist noch mit drin im Krieg. Okay, aber sind wir auch noch verbündet? Im Heiligen Römischen Reich. Das sieht nämlich jetzt gerade nicht so aus. Okay. Aber wir müssen hier unten natürlich ein bisschen London im Blick behalten, dass das nicht einfach wieder belagert wird. Das wäre nämlich schlecht. Das möchte ich nämlich nicht. Dass es das hier einfach wieder genommen wird. Fraktion gegen uns geschaffen. Da gibt es ein paar mehr im Moment. Eieiei. Der ist verstorben. So, hier müssen wir wohl mal beeinflussen, damit sie da mal von ihrem Komplott absieht. Das muss ja nicht sein. Bauern, da kann ich nichts machen. Das ist so. Was ist hier? Da sind auch einige bei. Da sind einige bei. Als Fraktion. Ah, jetzt macht er genau das, was ich vermutet habe. Dass er jetzt nicht auf London geht. Der Sausack. Der Sausack. Ziehe ich jetzt mit meinen Haupttruppen dorthin? Das sind aber verdammt viele, die er da hat. Ich glaube, wir müssen mal... ein paar Söldner anwerben. Und zwar eine nicht gerade kleines Söldnerheer, sondern ein ziemlich großes. Grenzplünderer-Trupp. Ich glaube, das macht Sinn. Kann ich Militär Sammelpunkte, ich kann auch einen neuen Sammelpunkt, ach guck mal, den kann ich sogar hier hinsetzen, grünen Sammelpunkt und und dann kann ich nämlich hoffentlich sagen, Söldner, die müssten doch dann hoffentlich auch bei dem Sammelpunkt da rauskommen, hoffe ich jetzt mal. Mal die hier anwerben. Ach, natürlich sind die da rausgekommen. Na gut, sei es drum. Aber schicken wir die trotzdem dann direkt mal hier rein. Hier mal ein bisschen stumm zu machen. Ich würde jetzt ja gerne auch nur eine Armee nehmen. Oder zwei Armeen. Hier. Gehen auch zwei los. Eine bleibt stehen.
Nee, jetzt sind alle losgelatscht. Ah, na gut. Dann ist das auch so. Mussten wir die Belagerung wieder abbrechen. Ach, verdammte Hacke. Aber gut, wir können London nicht verlieren. Das können wir uns nicht erlauben. Dann suchen wir hier mal ein wenig den Konflikt. Aber es sieht für uns ganz gut aus. So, bisschen schneller das Ganze. Wenn es beliebt. Ah, die Ungarn folgen uns sogar. Das ist auch gut. Sehr gut. Oha. Treffen wir gleich schon die nächsten ein? Das wäre nicht verkehrt. Sonst wird das langsam eng hier. Ja. Ja, jetzt. Jetzt haben wir es. Sehr gut. So, 59%. Sehr schön. So, oh, leerer Ratsposten. Ratskanzler. Diplomatie. Rüdiger, Hofarzt von mir. Das wäre natürlich jetzt nicht schlecht, wenn das auch noch einer meiner Vasallen wäre, ne? Da würde ich ja natürlich gleich ein paar mehr Leute glücklich machen. Aber der erste Vasall, der dafür in Frage kommt, ist eigentlich ein handverlesener Nichtskönner. Naja, nützt ja nichts. Es nützt ja leider nichts. So. Zack. Jetzt haben wir das hier schon mal auf die Kette gekriegt. Ja, dann werden wir jetzt einfach weiter belagern, ne? Das nützt ja auch nichts. Einfach belagern. Alles, was um London rundherum ist. 59%. Das kriegen wir schon noch hin. London haben wir jetzt. Was man nicht alles macht für einen neuen Vasallen. Meine Güte. So, ich glaube, wir können noch mal ein bisschen schneller vorspulen. Okay, perfekt. Das haben wir auch. 72. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Dann geht mal darüber. Saatguthändler. Oh, Kräuter kann man immer kaufen. Oh, hier kann ich nichts belagern. Dann gehen wir einen weiter direkt. Ja, das sieht besser aus. Zack. Sieht hier aus. Ah, er will sich da seine Sache zurückholen. Wie lange belagert er? 5 Monate? Wie lange belagern wir? 7 Monate. Ah. Na dann, müssen wir wohl die Festung stürmen. Das nützt ja nichts. Ja, okay. Der entzückte Vasall. Das ist doch auch schön. So. An meinen Lehnsherren, es ist Zeit, dass ihr die uralten und unverzichtbaren Rechte eurer Vasallen anerkennt. Nehmt diese Forderung der Freiheitsfraktion an, sonst sehen wir uns auf dem Schlachtfeld wieder. Ich lasse mir nicht drohen. Was ist denn mit euch? Jetzt wollt ihr auf einmal alle doch wieder euch unabhängig machen? Zuerst wolltet ihr... Ach, Leute, ihr macht mich wahnsinnig. Sammelt die Truppen. Mhm. So, wir müssen jetzt erstmal hier hoch... Und ihm dann da auf die Mütze hauen. Hoffentlich. Befreiungskrieg. Jetzt wird's so gut. Ha, meine Truppen werden immer kleiner. Ich könnte da oben böse auf die Nase bekommen, aber die Ungarn folgen mir wieder. Das ist gut. Jetzt wird das nämlich echt schwierig. So. Ha. Kommen hoffentlich gleich die nächsten dazu. Sonst wird das hier echt eine nicht so schöne Nummer. Oh, wir haben verloren tatsächlich. Flucht. Wir haben tatsächlich die Schlacht verloren. Aber, nehmen sie die hier nochmal auf? Nee. Verdammte Hacke. Schlecht. Sehr schlecht.
Ratsmarschall. Krieg. Krieg, Krieg, Krieg. Nee, meine Tochter kann ich da nicht hinsetzen. Leibwächter. Hier irgendein Vasall, der dann in Frage kommt. Vernünftigen. Nee, ich muss schon so weit scrollen, da kommt keiner in Frage, okay. Dann machst du das erstmal, Drobomir. Verdammt. Verloren. Hoffentlich regeln die Ungarn das denn jetzt noch. Ja, und wir müssen dann halt Armeen ausheben, ne? Es nützt ja nichts. Es nützt ja nichts. Aber das könnte jetzt ein bisschen dauern, bis die dann dementsprechend groß sind. Das ist jetzt ja natürlich ganz doof. Das Jahres. Uha. Oh, hau, hau, hau. Regelt der Kaiser das noch? Nee, glaub nicht. Glaube nicht. Eieiei. Das ist nicht gut. Was? Vollgast wird belagert? Von wem? Das werden wir jetzt mal direkt unterbinden hier. Ah ja. Oh, Magdalena, die Stolze, ist gestorben, unsere Tochter. Ja, was willst du machen? Blöd hier laufen, ne? So, rüber da bitte, mit den Truppen. Danke. So. Da haben wir jetzt ja aber mächtig gewaltig auf die Nase gekriegt. Leute, was ist denn hier los, sag mal? Söldner. Söldner. Wo sind die Söldner? So. Anwerben. Gleich direkt hinterher. Da müssen wir, glaube ich, gleich noch mal ein paar mehr anwerben. Das nützt ja nun mal alles nichts. Sonst kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus. Auch wenn das ganz schön teuer ist hier gerade, aber was willst du machen, ne? Kein Tag zu früh, na. So, was ist denn jetzt hier los? So, okay. Sortieren wir uns mal kurz hier. Was ist denn hier los? Wo sind denn meine ganzen Truppen? Die Ungarn sind hier. Die schlagen sich hier gerade noch. Wer bist du? So, zack, zack, zack. So, jetzt wird hier erstmal gar nichts mehr belagert, was ja schon mal gut ist. Befreiungskrieg, da sind schon mal welche aus dem Befreiungskrieg ausgetreten. Das ist auch gut. Okay, so, Fraktion. Gucken wir uns das hier mal an. Wer ist denn hier jetzt noch mit bei? Null Verbündete. So, ein weiterer. Frieden anbieten. Weißer Friede. Wird nicht annehmen. Okay, das ist ja auch verständlich. Ah, wo sind denn jetzt die Truppen von mir? Da. Ah, wo stehen die denn? Stehen die alle hier? Ja, sieht so aus. Okay. Dann ziehen wir die doch erstmal hier hin. Zusammen. Ach nee.
Ah, jetzt flüchtet er hier gerade, oder was? Oder was ist hier sein Plan? Okay, dann gehen wir da mal direkt hinterher. So. Damit wir das dann jetzt hier mal im Keim ersticken können, das Ganze. Es geht mir jetzt ja hier gerade mal gelinde gesagt ein bisschen auf den Keks. So, genau. Und jetzt kriegt er hier mal ordentlich welche auf die Mütze. So, zack. Gleich der nächste. Zack. So. Meine Güte, Leute. So. Okay. So. Eigentlich müssten wir da direkt nochmal hinterhergehen. Die direkt kaputt machen hier. In Grund und Boden stampfen. So. Dann müssten wir jetzt eigentlich die Truppen nehmen, wieder hier rüber nach England machen. Jetzt habe ich mich überhaupt nicht aufgepasst, wie es hier aussieht mittlerweile. Okay, London gehört uns noch. Aber die drehen jetzt hier gerade ein bisschen durch, wa? Dann müssen wir ihm da mal ein bisschen Zunder geben. So, euch biete ich den weißen Frieden an. Weißer Frieden. So sei es. So, dann gehören die immer noch mit zu mir. Perfekt. So, meine Güte, Leute. Euch geht's ja wohl allen zu gut. So. Wie ich zum Ziel hatte, hat sich aufgelöst. Die eine beeinflusse ich jetzt ja schon ohne Ende. Sieht das mit dir aus? Willst du jetzt mittlerweile mal Vasall werden? Ne, immer noch nicht. Sogar schlechter geworden. Hi. Na gut, kümmern wir uns erstmal weiter um England. So. Söckchen. Sie ist doch nur eine Katze, entspann dich. So, 450 kann ich jetzt nicht ausgeben, kannst vergessen. So, der will jetzt hier alles belagern, aber ich hau dir jetzt erstmal ordentlich die Nase ein. Und dann hole ich mir den ganzen Kram zurück. Sind schon die ersten hier gelandet? Ja, da kriegt er jetzt schon. Frauchen regelt. Sehr gut. Zack. Perfekt. Und wir sind jetzt da und belagern. Okay. Eieiei, gefangen im eigenen Körper. Ich wusste, dass mit dem Alter alles langsamer wird. Doch ich hatte nicht gedacht, dass ich sich gar nicht mehr regen würde, bis ich sterbe. In letzter Zeit verspüre ich ein beständiges Unwohlsein und alles braucht mehr Mühe als zuvor. Ich mache mir Sorgen, dass es womöglich nicht mehr aufstehen kann, wenn ich mich hinlege. Es besteht kein Zweifel, dass mir die Zeit davonläuft. Ich fühle mich, als könnte ich nichts tun, als darauf zu warten, dass mich die süße Umarmung des Todes holt. Oh Gott. Die Eigenschaft gebrechlich. Ja gut, ich meine, Horst ist jetzt ja auch schon... Wie alt ist Horst jetzt? 84? Der kann man auch mal gebrechlich werden, ne? Da habe ich schon Verständnis für. So. 70%. Komm, Leute, das müssen wir doch jetzt hier noch zu einem positiven Ende bringen können, oder nicht? Das Ganze. Ah ja. Nein. Nein, 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 bleib bloß da. Eieiei. Wollte das hier nur so weghaben, genau. So, ich kann ja noch einen finanzieren. Dann machen wir das doch mal. Komm auf meinen Hof und du wirst finanziert. So, zack, Abfahrt. Tschüss. Gott, Horst Zeitz läuft langsam ab. Denkwürdiger Name. Agnes. Braucht keine Widmung. Braucht keine Widmung. So, weiter geht's. Vertrag mit Söldnertrupp läuft ab. Verlängern. Los, verlängern. Moment. Feld von Söckchen. Okay, ja, du wirst dafür sorgen, dass du immer an meiner Seite bist. So. Jo. So, Festung stürmen. Haben wir es jetzt schon, oder?
Ne, immer noch nicht. Meine Güte, Leute. So, komm. Jawohl. 99%. Oh, jetzt haben wir es doch schon fast geschafft. Ah. Jetzt haben wir es doch schon fast geschafft. Okay, die Unentschlossenheit in Person. Ich laufe einem sehr grimmig dreinblickenden Jaropolk Kunstschmied und hoffe, dass keine schlechten Nachrichten hinsichtlich der vorzüglichen Arbeit Brosche hat, die bald fertig sein sollte. Oh, da seid ihr, Lehnsherr. Es gibt da einen Stolperstein, aber nichts Großes. Meine Einfälle sind abgetaucht, aber als der Druck immer größer wurde, lacht er nervös auf. Ich brauche nur mehr Inspiration. Mächtiger Kaiser, hättet ihr vielleicht eine Vorlage, die ich in Augenschein nehmen könnte? Auf zur großen Halle. Güte oder Fortschritt könnten sich verbessern. Leichtere Qualität, Teilschmiede, Inspiration. Genau das richtige Tonikum. Ah, komm, genau das richtige Tonikum. Siehst du, er hat einen Fortschritt erhalten. Wir können schon den nächsten hier. Zack. Finanzieren. Finanzieren. So, zack. So. Ah, und hier haben wir es auch endlich. 99%. Wo zur Hölle ist der Typ? Ich muss ihn doch jetzt... Da unten ist er schon wieder, auf London. Jetzt Entscheidungsschlacht und dann sollten wir es doch auch endlich geschafft haben. Ja, ist weiter finanziert. Natürlich holt er sich jetzt London zurück, ne? Ach, ich dreh durch hier, ey. Das ist bezaubernd. Die Brosche ist fertig. Jetzt müssen wir nochmal London belagern, ne? Macker. Ah... Nochmal London. Hermann schließt sich meinem Hof an. Oh, das wäre ein guter Ritter, oder? Nee. Müssen wir hier weiter belagern. So ein Mist. So ein Mist. 8 Monate noch. 89%. Na komm. Wir müssen es doch jetzt gleich mal geschafft haben. So, und jetzt hauen wir ihm da bitte nochmal die Nase ein. Und dann ist hier endlich mal Ruhe im Karton. Immer noch nicht. Leute, wie viel denn noch? Ah, er regt mich ein bisschen auf, ne? Er regt mich einfach ein wenig auf. Komm schon. So, wir belagern hier immer noch nichts. Was ist denn hier das nächste, was wir belagern können? 14 Monate. Und er ist da oben wieder irgendwo hier an der Grenze unterwegs. Ja, das ist Schottland. Mann, Mann, Mann. Ach, komm schon. Jawohl, endlich. Wir haben es geschafft. So, Forderung. Forderung erzwingen. Alle Armeen auflösen. Alle auflösen. Leute, das war ein richtig hartes Stück Arbeit. Meine Fresse. Wow. Das hat richtig viel Nerven gekostet. Jetzt hier auch noch mehr oder minder Großbritannien mit ins Boot zu holen. Also das war echt, das war doll, muss ich sagen. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so eine Mammutaufgabe wird. Krieg erklären, Religionskrieg. Ich habe niemanden, der darauf Anspruch hat oder sowas. Grafschaft, ja, das lohnt sich ja nicht, ne? Ein Herzogtum auch nicht. Königreich. Das würde sich noch eher lohnen, ne? Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Also das war... Puh. Puh. Könnte den Königstitel Irland erschaffen? Ich glaube, das machen wir auch mal. Schaffen.
So. Und kriege ich jetzt durch die Schaffung dieses Königstitels einen Kriegsgrund gegen sie? Grafschaft de Jure. Erzherzogtum. Grafschaft, Herzogtum. Guck mal, Kleinkönigtum von Munster. Könnte man theoretisch sich dann auch noch auf diesem Wege mit dazu holen. Okay, also Irland kriegen wir vielleicht dann auch noch mit dazu. Schauen wir mal. Sie ist jetzt auf jeden Fall Königreich England. Könnten sogar den Kaiserreich-Titel von Britannien jetzt schon erschaffen. Kostet uns 1000 Gold. Ach, wisst ihr was? Nach diesem langen Hin und Her hier machen wir das jetzt auch einfach. Schaffen. Zack. Jetzt sind wir sogar doppelt Kaiser. Der doppelte Kaiser. Ja. Das ist doch perfekt. Baltisches Kaiserreich, Kaiserreich von Britannien. Und dann kommen die ganzen Königstitel. Sehr schön. Würde sie jetzt vielleicht noch eher mein Vasall werden wollen? Ja, natürlich. Na dann, werde mein Vasall. So. Mal gucken. Ausgezeichnet. So, und dann wollen wir sie auch gleich ein bisschen beeinflussen. Nicht, dass die denn hier meinen, dass die dann alle auf dem Teller drehen müssen wieder. Minus 22, minus 52. Die ist bei 51 schon. Sehr gut. So, Lösegeld wollen hier auch schon welche haben. Könnt ihr. Ja. Gut, Leute. Das soll es denn jetzt für diese Episode gewesen sein. Wir haben uns tatsächlich das ganze britische Kaiserreich noch unterjocht. Natürlich ist mir die Bretagne hier noch ein bisschen ein Dorn im Auge. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und ja, das Kaiserreich, es wächst. Ihr seht, wir haben gut expandiert. Es war jetzt eine sehr lange Folge, aber ich hoffe, dass es euch trotzdem Spaß gemacht hat. Es war ja auch ein großes Hin und Her. Ich fand es sehr spannend und ich würde mich natürlich freuen, euch in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Bin mal gespannt, wie lange Horst das Ganze noch mitmacht. Er ist jetzt ja auch schon 86, meine Güte, ja. Hoffen wir mal aufs Beste. Also gut, in diesem Sinne, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Ich wünsche euch noch einen granatenstarken Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.